Was? Okina? Round one. Fight! Mein Freund, einen noch und du bist tot. Ah, krass. Uralter Drachendunkelschmiede. Nein. Alter, sonst sind die immer cool. Und einmal rasten die völlig aus. Verrückten Scheißtürme. So, Freunde der Nacht. Da sind wir wieder bei Elden Ring. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und seht mal, wen ihr da hinten seht. Diese tolle Qualle, die wieder mal vor diesem komischen Ding steht, die uns jetzt voll labert mit irgendeinem Gebröcks. Hat keinen Schwanz interessiert. Und mir wurde im Kommentar gesagt, dass wir einfach nur das hier machen müssen. Ja, guckt ihr euch mal die Sterne an. Ich werde mal hier runterlaufen und mir das Siegel angucken. Hab eine Geste bekommen, irgendeine Etikettengeste. Ich habe den Knigge leider nicht gelesen, deswegen kann ich damit nicht vor mich dienen. Und wir haben den Urschimmersteinklinge bekommen. Na, wo ist sie denn? Hä? Bin ich blöd? Ich hätte jetzt gedacht, es wäre ein Dolch, aber es ist es gar nicht. Was, wo ist das Ding? Oder war es doch ein Das war ein Talisman. Zauber verbraucht weniger EP, aber maximale EP sind reduziert. Okay. Nicht schlecht. Für einen Zauberer, beziehungsweise auch für jemanden, der Anrufungen macht, wahrscheinlich gar nicht so scheiße. So, wird wieder Tag. Unsere Asche haben wir nicht verloren. Das würde ich aber dennoch gerne mal wieder ändern wollen. Lassen wir es dabei. So, damit haben wir das auf jeden Fall schon mal gemacht. Dann hat mich auf einem anderen Wege noch folgendes wurde mir noch folgendes gezeigt, beziehungsweise gesagt. Da gehen wir mal hierfür hin. Da bin ich mal gespannt, ob wir das so auf Anhieb hinbekommen. Wir müssen da vorne auf jeden Fall zu dieser eingefallenen Brücke. Ich bin gespannt, ob das so einfach klappt. Da ist das hier wieder eine Scheiße, ey. Typen haben eine Reichweite, die ist abartig. Ich sehe, von wo aus der Typ mich da hinten noch begammelt, ey. Das ist ja ekelhaft. So, Kollegen. Jetzt ist hier aber Feierabend mit eurem Scheiß. Ach nö.
So, hoffentlich reicht das. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich hoffe nicht, dass ich da sterbe. So, also irgendwie... Das Rätsel besagte, dass wir nur hineinkommen, wenn wir den Schnee fallen sehen. Und mir wurde gesagt, dass man hier an dieser Stelle wohl irgendwie eine unsichtbare Brücke irgendwie gebaut hat. Oder ist das von der Klippe da vorne? Auf jeden Fall gibt es hier wohl irgendwie eine unsichtbare Brücke, die auf den Balkon von dem Turm führt. Und so kommt man da rein, aber... War das jetzt nicht hier vorne oder war das? Habe ich es nicht gesehen oder was ist jetzt hier los? Okay, lange Rede, kurzer Sinn, das lassen wir bleiben. Ich raff jetzt hier gerade nicht, wo ich hier lang rennen muss. Weil ich sehe hier einfach nirgendwo Schnee, der nicht fällt. Also der immer weiter bis auf den Boden fällt, der irgendwie in der Luft liegen bleibt. Gott. Der Typ da hinten, ne? Nervt. Mitten im Kopf, Alter. So, tschö. Gut, das war das. Das müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Das Siegel haben wir gebrochen. Alles klar, dann können wir weitermachen. So, dann wurde mir noch gesagt, dass ich dieses hier mit dem Point of No Return, das habe ich gesagt. Aber hier oben in diesem Bereich können wir uns aufhalten. Und da soll ich wohl hier dieses Getrümmer mal absuchen. Da gäbe es wohl irgendwas Geiles. Und sobald wir das gemacht haben, bewegen wir uns in das neue Feld, also hierhin. Und haben dann hier noch diesen albinautischen Turm, wo ich auch mittlerweile weiß, wie ich reinkomme. Dann habe ich ja noch diese drei Orte hier markiert, plus den Baum. Der Baum hat kein Ding mehr, machen wir mal hin. Und dann wollen wir uns gucken, dass wir uns dem annehmen. Den Drachen müssen wir auch noch killen, also das ist zum Kotzen. Es ist so viel Scheiß, den wir hier noch machen müssen. Warte, das war die Wächtergarnison. Genau, jetzt gehen wir aber erstmal hier hin. Und schauen uns mal dieses Gebiet an. Ich sehe gerade, ihr habt ein Stück von meinem Tisch im Bild. So. Im Übrigen, der Schnitt kommt ja ganz gut an. Das werde ich beibehalten auf jeden Fall, dass diese unnötigen Laufereien halt auch nicht so wirklich in eurem Fokus sind. Und zum anderen gibt es noch die Neuerung oder beziehungsweise die Info für euch. Ich nehme weiterhin knapp eine Stunde die Folgen auf, aber dadurch, dass ich halt Sachen rausschneide, kommt man irgendwie nur noch auf knappe 40 Minuten. Nach einer Stunde, muss ich sagen, habe ich dann auch mal kurz Zeit, Luftdicke und muss mich dann auch erstmal kurz wieder ein bisschen akklimatisieren. Und dementsprechend ist es für mich auch soweit in Ordnung. Ach, verdammt. Adernblatt. Sehr cool. So. Da oben rennt noch irgendwas rum. Ich glaube, das sieht aber nicht aus wie ein Riese. Das ist ein Hund, oder? Das ist ein riesiger Hund. Oh, da ist ein Finger. Auf sie mit Gebrüll! Oh, und ich treffe mich mal. So, damit wäre die Handgeschichte. Da ist eine große Hand. Ich hasse diese Drecksdinger, ne? Oh, Alter! Ach Gott, kotzt mich diese Hand immer wieder an. Es ist so nervig. Ich habe jetzt gerade noch einen Kommentar reingekriegt für eine YouTube-Folge von euch über Elden Ring.
Also der Schnitt scheint tatsächlich deutlich besser anzukommen, wenn ich dieses ganze Drumherum gequassel und was weiß ich nicht mal weglasse. Und das werde ich dann auf jeden Fall so beibehalten. Wenn euch das zugute kommt, ihr euch dadurch ein bisschen besser entertained fühlt, werde ich es auf jeden Fall machen. Denkst du, du bist mal cool und dann sowas, ey. Nee, 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 liebe Leute. So, mal das Pferd nehmen und mal gucken, was damit geht. Ich hab ich irgendwie was verschluckt, ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall meine Runen wieder haben. Warte, hier war irgendwo noch eine kleine Hand, ne? Da. Ich treff dieses Scheißding nicht, weil es zu klein ist. Ah, warte mal, wir probieren mal was aus. Das ist auch nicht schlecht. Also nicht schlecht im Sinne von, ne? Also man muss gucken, wie man damit klarkommt, aber es ist halt ein guter Dolch. Ich mich hier mit dieser Hand rumärger, ne? Es gibt es nicht! Meine Fresse, Alter, ist das noch normal? Diese dämischen Scheißviecher, ey. Dafür wenigstens ein Dunkelschmiedestein 7. So, jetzt war hier irgendwo noch ein Hündchen, ne? Da. Ach du Scheiße, das ist noch einer von den Großen. Boah, Glück gehabt. Puh. Wir sind aber auch falsch. Können mal schauen gehen. Aber wir sind eigentlich falsch. Okay, da unten ist ein riesengroßer Grabstein oder sowas. Nee, da ist ein Haus. Ah, okay. Nee. Hä? Das ist das da, oder? Katakomben des Riesengipfels. Da waren wir, aber was? Das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Ich weiß gerade nicht, was das da hinten ist. Da unten kommt man, wenn man da runterkommt, kommt man auf jeden Fall dorthin. Das heißt, das muss eigentlich entweder das da oder sein oder etwas sein, was hier auf. Ah, oder ist das. Nee, das ist zu weit links. Irgendwas muss hier noch sein. Keine Ahnung. Wir markieren uns das mal. Dass wir das nicht verchecken. Aber jetzt gehen wir erstmal zu diesem anderen Gehöft da hinten. Ich hoffe, diese komischen Riesenbäume hier werden nicht lebendig. Hallo? Alter, da sind jede Menge von diesen Piepmetzen. Ich hasse die Viecher. Tausend Runen, ey. Leck mich am Arsch. Da oben ist noch einer, ne? Sieht der uns? Ich muss nicht unbedingt einen Kampf mit dem haben.
krass, hier boxen sich die Riesen mit den Vögeln, ne? Ja, dann ab aufs Gaul. Auf den Gaul. Ich bin im Kampfmodus. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist wohl so. Ist wieder so ein Vogel. Eine noch größere Hand. Alter Schwede, ist das ein Riesending. Alter, markier doch mal die Hand, Mensch. Was soll das? Ach so. Bitte lange Fingernägels wieder, ne? Ekelhaftes Vieh. Geh dir mal die Nägel schneiden. Cool. Hand kann mich mal. Wir sind aber in die völlig falsche Richtung unterwegs. Und die müssen wir. Da ist eine Gnade. Die nehmen wir natürlich erstmal mit. Alter Schwede, dieses Gebiet, ne? Dieses Gebiet macht mich noch für fertig. Wirklich. Ohne Quatsch, Leute. So, wir müssen einen kleinen Ticken nach links. Also da lang wahrscheinlich, ne? Nee. Doch, da können wir auch. Ah, da kommen wir auf direktem Wege dahin. Cool. So, und da vorne ist eine Kirche. Und da ist. Warum steigt der jetzt ab? Hab ich versehentlich gedrückt? Normalerweise. Was? Okina? Round 1. Fight! Alter, macht er einen Schaden. Okay, dafür ist er zu flott. Hab ich dich auch zum Bluten gebracht? Gerade? Mein Freund, einen noch und du bist tot. Alter, ich denk mir noch, oh komm, dem einen, den ist doch kein Ding, haust einfach mal rein, triffst den Typen schon und was ist? Der gibt dir voll einen mit und du bist tot, Alter, du bist einfach mal tot. Oh, Junge, jetzt muss ich gucken, dass ich die Runen wieder bekomme. Oh, ich bin halb am Heulen wegen der Nummer. Oh, ich geh kaputt, ey, dieses Spiel, er macht mich fertig. Ne, er steigt hier auf jeden Fall ab. Und wir können hier auch kein Pferd mehr rufen. Warte mal. Bei dem Typen, wenn der so viel Schaden macht. Och nö. Round 2. Da bist du ja wieder.
Gibt's nicht. Der Typ macht einen Damage, der ist abartig. Ha, hab ich dich aber auch mal zum Bluten gebracht. War mein Freund so jetzt, aber nicht dein Finisher wieder, Junge. Das verspreche ich dir diesmal nicht. Das ist eine Gnade, Alter. Wenn ich die krieg, Junge, bist du tot. Hau doch noch mal. Einmal, jawohl. Alter Schwede, Alter. Ist das ein Scheiß. Blutige Ströme. Okina-Maske. Crazy shit, Junge. Ah, krass. Beste Leben, Leute. Boah, ich muss mir das jetzt gleich mal angucken. Ich muss mich mal kurz setzen. Hau ich direkt die Flasche rein. Flaschenaufladung. Ah ne, wir haben bei hier verstärken. Flaschen verteilen. Ne, 10, 4 ist okay. Da kommen wir gut mit parat. So, das hätten wir. Jetzt haben wir aber ein Schwert, glaube ich, bekommen. Oder ist das wieder ein Questgegenstand gewesen? Ah, hier sind wir zu weit unten. Das muss am Wendebaum. Sah aus wie so ein Säbel, ne? Katana. Ah, hier ist es doch. Feuerschaden. Skaliert mit E und D. Löst Blutverlust 30 aus. 77, 45. Ist jetzt nicht so der Knaller. Eine verfluchte Waffe von Okina aus dem Schilfland, die viele Männer das Leben gekostet hat, als Mog der Blut. Der Fürst des Blutes Okinas Schwert und Wahnsinn am eigenen Leib erfuhr, bot er ihm das Leben eines Dämons an, dessen Durst nie ungestillt bleiben würde. Einziger sind blutige Metzler, zeugte den Kling aus verfluchtem Blut, um wiederholt miteinander verflochten, aufeinandertreffende Angriffe auszuführen, mit einem einzigen Eingang für die nächsten Angriffsserien aus. Okay. Also die Asche, die drauf liegt, die klingt jetzt nicht scheiße, also die Fähigkeit, aber das Schwert an sich ist ja jetzt nicht so der Knüller, oder habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht übersehen, dass das Ding eine erhöhte Crit-Chance hat. Ne, 100. Alles 100 hier. Dies haben die übrigens die meisten Waffen, so um die 100, ne? Gut ist dann zum Beispiel sowas hier, was dann 110 hat. Und der ganz normale Dolch hat sogar 130 und das der allerhöchste Dolch, den es im Spiel gibt, der hat 140. Und den gab es mal irgendwo hier. Da musste man sich hier, kann man zur Aufzugsseite gehen, da musste man runterlaufen, Steinwertschlüssel nehmen, dann kommt man in einen neuen Raum und dort gibt es dann so einen Dolch, der 140 Crit Damage macht. Oder eine 140 Crit Chance hat und den muss ich wohl mal dämlicherweise verkauft haben. Na gut. So, das war das. Dann würden wir jetzt ins nächste Gebiet gehen. Fuß der Schmiede, Kirche der Ruhe, okay. Dann würden wir jetzt hier hingehen und uns um den Turm kümmern und nach dem Turm vielleicht dann schon nach oben laufen in dieses größere Ding, um einfach halt auch ein bisschen was zu tun zu haben. Und danach würde ich dann sagen, gehen wir wieder zurück, beziehungsweise von hier aus dann vielleicht mal hier hin, weil das scheint mir, diese Gebilde sehen irgendwie immer gleich aus oder oft gleich, das war hier auch so. Und das war hier hinten auch so. Und wir haben jetzt hier schon zwei Tränen gefunden. Und vielleicht ist hier oben noch eine Träne. Weil das Gebilde hier unten, das sieht wieder aus wie eine Kirche. Die sehen irgendwie immer ähnlich aus. Hier ist jetzt auch dieses Ding weg. Kann man davon nur eine bestimmte Anzahl machen? Hier ist es auch weg. Da ist es da, da ist es da. Ganz komisch. Gut, gehen wir erstmal zum Turm. Oh, jetzt habe ich mich wieder runtergesetzt. Oh, das muss ja in der Richtung da sein, oder? Ja, alles klar. Weil da weiß ich jetzt tatsächlich auch, wie ich reinkomme. Ich muss hier vorne nur eine von den Statuen umhauen. Das hätte ich besser mal einfach aus Rhetorik heraus gemacht, aus Routine heraus gemacht. Dann wäre mir das vielleicht direkt eingefallen. Weil normalerweise haue ich immer auf diese Viecher drauf, weil ich sie hasse wie die Pest. Das Ding hier ist halt tatsächlich nur, dass ich nicht damit gerechnet habe, weil es halt eine Steinstatue ist. Ne? Deswegen bin ich da nicht drauf gekommen. Aber gut. Da kann man jetzt auch nichts dran machen.
So, da sind wir auch schon beim Albinautischen Turm und da müssen wir hier nur... Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Merkwürdig. Ja, was das Ding abgeht, ne? Was das Ding für eine kranke Scheiß-Reichweite hat. Also nicht Reichweite, sondern ausdauermäßig, wie oft du damit zulangen kannst, das ist krass. Okay, also die Viecher hier, die spawnen immer weiter. Da gibt's kein... Pardon. So, jetzt wird's hier Tag. Die ganze Zeit überlegen, ob man die Viecher irgendwie dazu bekäme, sich selbst zu bekämpfen. Dass das dann so abgebildet ist wie hier, weil die bekämpfen sich ja hier. Aber irgendwie raff ich das nicht so ganz. Nee, also das hat mit Sicherheit was mit diesen immer wieder spawnenden Viechern hier hinten zu tun. Die spawnen ja instant neu. Ganz merkwürdiger Scheiß ist das hier, also sag ich euch, wie es ist. Okay, dann würde ich sagen, treten wir auf jeden Fall unsere Reise hierhin an.
Die Frage, wo überschreitet man den Fluss oder kann man das überhaupt? Ich denke mal, hier wird das irgendwo sein, oder? Dann nehmen wir uns mal unseren Gaul und reiten mal in die Richtung da. Oh, Alter! Wir reiten mal langsam in diese Richtung. Was man ja mal so sagen muss, ist, dass dieses Gebiet hier total viel aus einfach nur irgendeinem Schnee besteht, der, wo man nicht durchgucken kann. Wo du die ganze Zeit Angst hast, dass dir irgendwie ein Gegner vor die Nase gesetzt wird, der dir überhaupt nicht ebenbürtig ist. Wie jetzt dieser Drache zum Beispiel. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade ist es ehrlich gesagt ziemlich gechillt. Also, wobei diese... Oh Gott, Hunde. Und auch noch in so einer Anzahl. Alter, leck mich am Arsch. Oh, Moment, da ist der Baum, ne? Nee. Das ist nicht der Baum, der ist weiter da oben. Ah, hier gab es, glaube ich, seinerzeit die Karte, ne? Okay. Gott, sind hier viele Hunde. Scheiße. Du kommst ja gar nicht drum rum, ohne irgendwas zu pullen. Aber da vorne ist auf jeden Fall dieses Gebiet, wo wir hinwollen. Was ist denn für eine Art Hund? Da sitzen Leute sogar drauf. So, gibt es hier eine Gnade? Odina statt der Liturgen. Gefunden. So, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir hocken uns hier mal hin. So, und jetzt gucken wir uns aber erstmal hier vorne kurz ein bisschen um. Das Ding lebt, okay. Das wäre vielleicht eine Statue. Okay, aber so an sich gibt es hier vorne jetzt irgendwie nichts. Gehen wir mal rein und gucken uns mal um. Ist das hier vorne schon ein Gegner? Sieht nicht so aus. Okay, was haben wir hier? Da ist auf jeden Fall zu, da ist auch zu. Das heißt, es gibt nur diesen einen Weg. Was ist das? Eine große Rune. Ihm kann man nicht reden. War nicht. Da ist ein Item. Bestienknochen. Gott, was hier für ein Gezücht herumläuft, also wirklich. Okay. Haben wir hier irgendwie sonst noch was? Nee. Ja, das, ich gucke mich mittlerweile halt ein bisschen mehr um, weil es halt einfach so ist, dass man sonst vieles übersieht und das ist natürlich dann eine blöde Geschichte. Schon ein merkwürdiger Ort, ne? Bisher gab es hier noch irgendwie gar nichts. Also vor allem nur irgendwelche Barrieren und geschlossene Türen und all so ein Kram. Okay. Da liegt irgendwas auf der Treppe. Aber das da ist ein Gegner, oder? Nee. Untersuchen.
Machen wir gleich. Ah, jetzt gehen wir erstmal kurz da oben gucken, was da liegt. Geräuchertes, belebendes Fleisch. Ja, großes Kino. Durch ein Siegel verschlossen. Na toll. Okay, dann bleibt uns jetzt nichts anderes mehr übrig, als diesen Krempel da zu untersuchen. Und dann bin ich mal gespannt. Das sieht mir hier aus wie ein Siegelgefängnis. Also zumindest was Ähnliches. Erstellt die Figuren im Siegelgefängnis. Erhält die Figuren im Siegelgefängnis. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist doch derselbe Ort, wo wir gerade auch waren. Aber das war bisher eigentlich öfters schon mal so, ne? Mann, die Typen irgendwie... Da hat das Spiel sich aber wieder mal was einfallen lassen, also... Sind meine Runen jetzt hier oder sind die? Ne, die sind hier, okay. Oder bin ich jetzt immer noch in dieser Welt? Ich glaube nicht, ne? Okay, wenn man die Treppe runterkommt, kann man dann links und rechts durch. Das heißt. Ah, okay, und hier kann man. Also, egal wo du die Treppe runterkommst, du kannst auf jeden Fall. Durch ein Siegel durchtreten. Ach du heilige Scheiße, ey. Das Problem ist, man sieht die Typen nicht. Man sieht sie erst dann, wenn sie dich angreifen und vorher eben nicht. Und das ist ein ziemliches Problem. Ich habe ihn gesehen, also ich habe gesehen, dass er kommt, aber ich wusste jetzt natürlich nicht, wo er da ist. Ach guck mal, jetzt habe ich ihn sogar mal getroffen, glaube ich. Ja, denkst du, du kommst an einen Ort, der einfach relativ easy ist? Aber dann hast du so eine Scheiße hier, also wirklich. Nee, dich brauche ich aber nicht. Alter, wie soll man denn hier bestehen? Man sieht sie halt nicht. Man sieht sie mal überhaupt nicht. Ah, okay. Das heißt, ich komme auch immer so schnell darunter, weil ich hier hinten dann durch das jetzt noch verschlossene Tor durchlaufe. Das hat mich nämlich irgendwie immer gewundert, warum ich immer so schnell da bin. Aber jetzt gleich links vorne ist das Siegel ja offen. Da. So. Da hinten brennt auch irgendwas. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Typen mal zu fassen kriegen. Güldener Zorn. Einmal in dieses Rückgrat rein, also wirklich.
Scheiß. Und dann hält der auch noch was aus, ne? Ich bin gerade völlig ratlos, Leute. Gibt es irgendwas, womit man die sichtbar machen kann? Also... mal da irgendwas? Ja gut, mit sowas ginge das, ne? Verbraucht FP, entfesselt Gespenster, die den Gegner verfolgen. Nö, also das hier ist alles Quark. Das sowieso. Das sind Verbrauchsmaterialien. Das sind Schmiedematerialien. Haben wir hier irgendwas? Macht die noch? Ah, die Absolution. Okay. Was so jetzt erstmal gar nichts gebracht hat, obwohl ich ein paar Leute abgeschlachtet habe. Okay, ist aber auch nichts. Hier wird auch nichts sein. Zauber, da könnte man mal gucken. Nö. Feuer, Gedönsrad. Nee. Hier. Das ist dieses, okay. Ja, heiliger Lichtring, klar. Seppuku haben wir übrigens auch noch gefunden. Verleihen der Waffe ignitären Talente zur Verwendung mit schweren. Seppuku blutig, ja. Vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, könnte man irgendwie mal gucken, ob man damit was machen kann. Die habe ich auch noch geholt. Verleihen heilige Parade. Kriegsasche verleiht eine Waffe, die Affinität heiligen ein großes Talent. Goldene Parade setzt seine Anrufung des Erdenbaums ein und schwingt dann den Schild, um Angriffe abzuwehren, die Haltung des Gegners zu brechen. Wirkt sogar über eine kurze Distanz zur Verwendung mit kleinen und mittleren Schilden. Gute Sache. So, also bei den Dolchen jemanden sichtbar machen, keine Ahnung. Schwerter... wenn, dann muss das irgendwas sein, was schon ein bisschen spezieller ist, wie sowas hier zum Beispiel. Ach, doch, nee, dies Quark, wo haben wir sie? Hier, sowas zum Beispiel, ne? Aber das wird das hier nicht hinkriegen, weil das Ding ist blutig. Ja. Ansonsten, Heiligschaden. Nö, auch nicht. Ist alles Quatsch. Was mit der Blitz... Waffe hier, Stachelspeer, Todesritualspeer. Ne. Bögen, Talismane vielleicht, also hier diese Anrufungsdinger. Kein Talent, kein Talent. Nö. Nö, auch nicht. Was haben wir hier? Stacheldraht, Fackel. Feuerspeier, blasten die Flamme um einen bereiten. Ein mit Metall umwickelte Fackel, die Flamme erhält nicht nur dunkle Orte, sondern ist auch gut für Angriffe. Tja, also ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt etwas überfragt. So, Freunde, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht kurzzeitig und habe dann herausgefunden, dass es tatsächlich eine Waffe gibt, mit der man diesen Krempel hier ändern kann. Und das ist die Fackel der Wache. Die einzige Fackel, die das im Spiel kann. Die anderen können das nicht.
Steht sogar im Text, eine Fackel für die Hüter des Erdenbaums. Ihre Flammen enthalten eine besondere Anrufung, die dem Träger durch Schleier verborgene Assassinen enthüllt. Ja, wenn man sowas dann vorher wüsste, ne, seid mir nicht böse, ich hätte, ohne es nachzugucken, niemals irgendwie herausgefunden, dass hier eine Fackel gibt, mit der man diese Typen sich sichtbar machen kann. Also, wer kommt denn auf so Kram? Unter anderem haben wir dann auch noch gerade eben, weil in dem Zuge, wo wir uns hier ein bisschen umgeschaut haben, also ich zumindest mich ein bisschen umgeschaut habe, habe ich noch folgendes Set gefunden. Wo ist es? Wo ist es denn jetzt? Da. Das schwarze Klingen-Set. Das Ding macht die Schritte leise. Also man kann damit quasi lautlos gehen. Das ist gar nicht so verkehrt. Um das mal kurz aufdröseln zu wollen. Ich möchte bis zum Endgame auf jeden Fall noch zweimal mindestens umskillen, wenn nicht sogar dreimal. Und ich würde ganz gerne auch mal ein Dexterity-Build ausprobieren. Ob sich das jetzt mit Dolchen oder Katanern machen lässt, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sehen. Aber das werden wir auch relativ zügig dem nächsten Angriff nehmen, weil dieses Kleriker-Bild ist mit Sicherheit cool. Aber es ist einfach nicht meine Art zu spielen. Also da komme ich nicht so recht mit zurecht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Typen hier unten sehen. Aha, da bist du. Ach so, es interessiert dich halt nicht, ne? Du bist ein kleiner Sack, aber du hast voll die Power drauf. Tausend Runen und eine neue Lilie. Ich werd verrückt. Na komm, gehen wir erstmal hier rüber. Moment. Wir hatten doch hier oben, glaube ich, auch noch einen Weg, den wir hätten gehen können. Ah, nee. Nee, vertusche mich jetzt gerade. Okay. Also wir müssen hier auf jeden Fall ein paar Gegner killen. Ich bin gespannt. Vor allem diese dämlichen Assassinen, die sind halt richtig Arsch, ne? Ich bin mal gespannt, ob das sich hier ähnlich verhält wie Zellia. Bin ich nämlich gerade drauf gekommen. Hat ja eine ähnliche Gebung, also Umgebung. Okay, also irgendwie muss man dort ganz nach oben kommen. Was wahrscheinlich nur über die Dächer klappt. Da vorne brennt auch noch ein Licht. Also hier kamen wir ja eben nicht durch. Das steht ja fest wie das Arm in der Kirche. Na toll, den Gaul können wir hier nicht rufen, weil sonst wäre das ein Kinderspiel, da hochzukommen. Schon, das schaffst du aber. Nee, echt nicht. Ah ja, da oben beballert uns schon jemand. Aber warum soll hier denn das Ziel sein, wenn man hier nicht durch kann, beziehungsweise man hier nicht irgendwas machen könnte? Komisch. Man muss hundertprozentig irgendwie die Dächer hochkommen, aber wie, das ist jetzt die Frage, ne? Können wir denn hier draußen das Pferd rufen? Nee, auch nicht. Also wir sind im Siegelgefängnis und können kein Pferd rufen. Okay, das habe ich gespeichert. Das wird noch witzig werden, das verspreche ich euch. Alter!
eine Ecke hier, ey. Das Problem ist halt einfach, dass ich mit dieser Waffe halt, in dem Fall mit der Fackel in der Hand, ich kann mich halt nicht schützen, ne? Ich kann mich einfach nicht schützen. Gut, ich gehe mir mal gerade meine Ruhe holen. Also, was wir wissen ist, dass es auf jeden Fall an mehreren Stellen so Leitern gibt, die uns aufs Dächer führen. Und ich glaube, ach guck mal, hier ist ja eine Fackel, die zu einer Leiter führt. An die wir aber nicht rankommen. Außer man springt hier rüber. Und jetzt kämen wir da hoch, ne? Okay, hier waren wir auch noch nicht. Stallwurfspeil. Okay, können wir da hochklettern? Geht das? Tatsächlich, das geht. Okay. Jetzt haben wir hier das Ding. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also man hat auf jeden Fall hier mehrere von diesen Podesten. Da unten ist ja auch eins drin gewesen. Und ich schätze mal, dass da auch eins sein wird. Jetzt ist die Frage... Ach so, man kommt da hin, indem man auf dieses Dach da klettert. Okay. Aber wie kommst du auf diesen Balkon, wenn du das Pferd nicht rufen darfst? Muss man sich da ernsthaft droppen lassen? Aber wie kommt man dann weiter? Man muss ja auf jeden Fall da hoch. Das steht ja auf jeden Fall fest. Dann kommt man auf das Dach. Aber wie kommst du von dem Dach da, also von dem da, wo ich jetzt gerade meine Waffe drauf habe, auf das da? Ne, das ist nicht der Weg. Obwohl, doch, das Gebäude da ist mit dem anderen verbunden. Das heißt, irgendwie musst du da hochkommen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall auch in das Siegelgefängnis rein, weil wir ansonsten nicht... warte mal. Ach, hier. Von hier aus kommt man dahin. Okay. Können ja mal gucken, ob wir den Weg abgelaufen bekommen. Ah, okay. Das hätte ich nicht gedacht, dass es geht. Okay, und dann kommen wir... Ist denn da oben das gleiche wie hier unten? Also ist da auch nur so ein komisches Podest? Ja, ist auch nur so ein Podest. Okay, also bisher habe ich drei von den Podesten gefunden. Das ist das da vorne. Dann haben wir unten im Hof eins. Und wir haben hier oben eins. Haben wir noch irgendwo eins? Ansonsten sehe ich hier keins. Zumindest kein offensichtliches. So, das Siegelgefängnis ist hier vorne, ne? Auf dem Hof ist das. Dann kommen wir da durch, können da runterlaufen und dann ist auf der linken Seite dieses Ding. So, das probieren wir jetzt aber mal eben aus. Weil wenn wir, dann kommen wir da hin und wenn wir dann... Wenn wir dann weiter, also hier runterlaufen... Weil hier ist ja so ein Teil. Hier ist ja auch so ein Podest drin. Da sitzt ja auch einer vor. So, und wenn wir dann hier weiter runterlaufen und dann rechts... Nee, das ist Quatsch. Moment. Wir waren doch eben bei der anderen Fackel. Die ist hier hinter und dann links, ne? Und dann da oben. Ja, genau. Das heißt, wir brauchen nur die Haupttreppe runter, den einen Typen killen, dann direkt rechts, geradeaus durch. Moment, das müssen wir mal eben testen. Das muss ich mal eben testen. Ob das zu Fuß geht oder ob man, wie man da hinkommt. Genau. Hier kommt man nämlich dann durch. Und dann kann man hier hinspringen. Und dann kommt man da hoch und hat das zweite Ding an. Und von da oben kann man dann auf das zu dem dritten gehen. Okay, habe ich kapiert. Guck mal hier durch. Nee, natürlich nicht.
Okay, wir versuchen das noch einmal. In der Hoffnung, dass es dann klappt. Und ich werde die Typen mal versuchen, ein bisschen links liegen zu lassen. Den ersten, den werde ich auf jeden Fall machen, damit ich da ein bisschen Luft habe. Aber im Großen und Ganzen werde ich es erstmal versuchen, die ein bisschen links liegen zu lassen. In der Hoffnung, dass es klappt, damit wir da einfach durchkommen, ohne jetzt groß hier uns mit denen anlegen zu müssen. Weil in der Regel ist es in Elden Ring ja schon so, dass man vieles auch einfach mal so mit Durchlaufen schaffen kann. Muss ich mal schauen. Vielleicht nehme ich sogar einen Runenbogen, einfach nur um ein bisschen mehr Leben zu haben. Machen wir mal. So. Dann gehen wir mal gucken. Wo ist der hin? Ah ja, interessant. Das hat auch sehr gut geklappt. Gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier hochkommen. Bisher läuft es ganz gut. So, da haben wir Nummer 2. Jetzt kann ich die dritte noch anmachen. Unten darfst du gerne bleiben. So, und das ist jetzt Nummer 3, ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo die anderen noch sind. Falls es noch welche gibt, ich weiß es. Ich habe keine Ahnung. Kennt aber auch nicht, ob irgendwo noch mehr von diesen Dingern sind. Da hinten in dem Türmchen könnte noch was sein, aber... Kann man da oben? Das sind 4, ne? Rechts sind 2 an, eine fehlt noch. Jetzt ist die Frage, wo ist diese eine? Ist es da ganz hinten vielleicht? Alter Schwede, ist das wieder ein Murks hier, ey. Jetzt bin ich hier runtergesprungen, das war doof. Kann ich dich einfach so killen? Nein, natürlich nicht. Hätte das auch gedacht. So, dann gehen wir mal gucken. Ne, da ist auch nichts. Das da oben in dem Turm... Okay,
Irgendwie gehen wir mal hier hinten um die Ecke. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwo noch so ein Attentäter rumläuft. Boah, Alter, ich hab's jetzt nicht falsch ganz vergessen. Die stark, Alter. So, warte mal. Wir gehen mal eben da hoch und gucken mal nach. Vielleicht sehen wir ja von hier irgendwas oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall noch eine Kerze, die wir finden müssen. Ist halt jetzt die Frage, wo diese Kerze ist, ne? So, drei haben wir. Ich weiß nicht, ob da oben in dem Turm was drin ist. Da wollten wir ja mal gucken, dann machen wir das mal. Ist halt auch die Frage, ob man da überhaupt hochkommt, ne? Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre da irgendein Licht am Brennen. Das sind solche Dreckswichser. Ja, da oben ist eine Leiter. Ah, guck an, da ist eine Leiter. Sehr gut. Ist es so, dass wenn ich jetzt das hier oben aufmache, das Siegel gebrochen ist und ich sterbe, ist es dann trotzdem noch offen oder wird das dann wieder geändert? Muss ich das dann nochmal neu machen? Ich weiß nicht. Das Siegel der Stadt wurde gebrochen. Was ist jetzt? Ah, okay, man wird direkt rausgeportet. Das ist gut. Gehen wir mal gucken, was da oben ist. Ein Teleporter. Ein Teleporter, okay. Das hätte ich jetzt irgendwie am wenigsten gedacht. Aber wir haben hier noch zwei Sachen. Drei Sachen sogar. Den Baum müssten wir auch noch machen. Hier oben haben wir noch die Kirsche. Also ich schätze, dass es eine ist. Wir reiten auch flott zur Kirsche und gucken uns da mal um. Und wie gesagt, zwei Dinge haben wir hier eigentlich noch zu machen. Deswegen will ich jetzt nicht so direkt wieder ins Next, in irgendwo anders hingehen. Also vor allem in Next neues Gebiet vielleicht sogar. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil wenn man in so einen Teleporter reingeht, kommt man meistens irgendwo aus, wo man nicht hin möchte. Ich meine, meistens gibt es auch einen Weg zurück, aber dennoch, wenn ich da vor irgend so einem Boss auftauche, habe ich da ehrlich gesagt wenig Freude dran. Zumindest nicht gerade im Moment. Okay. Oh, Alter. Ja, cool. Also ich glaube, im Auge des Sturms ist es am ungefährlichsten, oder? Silberner Spiegelschirm. Das ist ein Schild? Tatsächlich.
Ein Preschinger mit Bernstein verzierter Silberschilder gehört Loretta, Ritterin des Harligbaums. Es heißt, seine Form sei ein heiliger Tautropfen nachempfunden. Auf diesem Beobachten erwuchs das absurde Gerücht, Loretta sei eine Albinautrik, kein Talent. Aber ist ja jetzt kein Schild, der irgendwie krass ist, oder? Lebt das da? Okay, das lebt. Ich werd bekloppt. Jetzt ist das Ding da auch ruhig. Aber irgendwie, ich kann hier auch nicht angreifen oder so. Aber ich kann auch nicht mit der reden, ne? Latena herbeirufen. Ah, krass. O young yet towering sister of ours, let the birthing droplet in and create life for us, for all the Albinorics. Thank you. I finally fulfilled my purpose. Ah, krass. Uralter Drachendunkelschmiedestein. Our young yet towering sister will give us hope. Now that nothing is left unfinished, I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Ach, das ist die Alte, die bei dem Hund gehockt hat. Okay. Crazy shit. So, das hätten wir. Hier haben wir das Rätsel gelöst. Das bedeutet, wir hätten jetzt das Ding noch. Hier werde ich nicht schlau draus. Da oben muss es irgendwie eine Brücke geben, werde ich auch nicht schlau draus. Das heißt, wir hätten jetzt das Bäumchen noch. Baum finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so cool. Würde ich eher sagen, wir reiten noch flott runter zu der Höhle. Und versuchen da noch ein bisschen was, also gehen dann da noch vor und stellen uns da hin und suchen uns da einen Unterschlupf, dass wir da genügsam stehen können. Und dann, ja, cool. Was hab ich dir getan? Was hab ich dir verdammt nochmal getan? Sonst sind die immer cool und einmal rasten völlig aus. Verrückten Scheißtürme. Und ein riesiger Bär. Ich hasse Bären. Es sind mehrere Bären. Es sind ganz viele Bären. Was? Nein! Warum mountest du denn da ab? Invasion durch Blutadlige. Achso, ja, da hat er das Problem. Deswegen abgemountet. Invasion durch Blutadlige. Großes Kino wieder mal. Okay, Leute, pass auf, wir machen das anders. Das bringt jetzt nichts, bevor ich mich da jetzt nochmal durch die Gegend boxe. Vergehen hier eine Ewigkeit an Zeit. Das scheint dann doch hier kein so ganz so unbewohntes Gebiet zu sein. Da müssen wir mal gucken, wie wir da durchkommen. Nächster Schritt wird auf jeden Fall sein, in die Höhle gehen. Gegebenenfalls den Baum noch machen und dann hier am Ende durch den Teleporter gehen. Und wenn wir dann da wieder rauskommen, dann würden wir hier oben dann hingehen, schätze ich mal. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass diese Brücke hier ein bisschen darauf schließen lässt, dass wir am Ende hier landen. Es wird ja auch immer wieder von einem Baum gesprochen, von diesem Harligbaum. Und das hier sieht halt aus wie einer. Also von daher, was mich noch total verwirrt, sind diese ganzen Arme, die das Ding hat. Nicht, dass wir da in jeden einzelnen rein müssen und irgendeinen Scheiß machen müssen. Also, naja, freuen tue ich mich auf jeden Fall drauf. Wird auf jeden Fall spannend. Ich muss mal gucken, vielleicht skill ich zur nächsten Folge schon um, weil dieser Fernkampfgeblödel, das geht mir ein bisschen um Keks, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht so ganz mein Fall. Vor allem diese langen Cast-Zeiten und so.
Das ist ein bisschen nervtötend. Und wir hätten halt, kann ich ja mal kurz zeigen, wir hätten halt die Möglichkeit, auch ein neues Set auszuprobieren. Was ich mal gerade gucken wollen würde hier. Was ist das nochmal? Erhöht die Angriffskraft, wenn ihr mir einen Blutverlust leidet. Das wäre natürlich was fürs Blutungsset. Also ich weiß, dass viele Leute Blutung schon ausprobiert haben. Die Sache ist nur, dass ich es halt grundlegend auch mal testen wollen würde. Es ist jetzt nichts, womit ich ins Endgame gehen möchte, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich sagen könnte, das würde mir, könnte mir eine Zeit lang gut gefallen. Diese hölzerne Maske trägt das Angesicht eines alten Mannes mit gefletschten Zähnen und ist der Grund für den Spitznamen des wohl größten Schwertkämpfers aus dem Schilfland. Erhöht den Fokus und Geist, wurde jedoch weniger konnte. Was? Erhöht das Geschick und senkt den Fokus. Je schärfer sein Geist wurde, desto weniger konnte er die Absurditäten dieser Welt ignorieren. Und so ließ Okina alles hinter sich und stieg in eine höhere Bewusstseinsebene auf. Dort gab es nur ihn selbst, sein Katana, seine Meisterschaft. Und schon bald wurde aus Okina ein wahrer Dämon mit dem Schwert. Ja, wir haben den Dämon besiegt. Okay, also das wäre auf jeden Fall was. Wobei ich die, glaube ich, cooler finde fürs Blutungsset. Und dann haben wir vorhin diese hier, das Teil. Die schwarze Klingenrüstung. Eine schwarze, lautlose Schuppenrüstung von dem Assassinen Schwarze Klinge. Die Macht ihres Stahls ist noch nicht verflogen und dämpft die Schritte des Trägers. Diese Assassinen, berüchtigt durch die Nacht des schwarzen Messers, waren allesamt Frauen und angeblich sogar Numen, die für ihre enge Verbindung zu Marika bekannt waren. Also es würde, das sieht auf jeden Fall sehr brutal geil aus. Und dazu würde ich die hier dann tragen. Weil man hört halt nichts mehr, das ist schon cool. So, und waffenmäßig würde ich hier vielleicht tatsächlich sogar den Dolch tragen. Dazu unser Ushigatana. Und als Zweitwaffe habe ich mir hier jetzt erstmal das Ding hier auf die 18 gebracht. Aber das Ding hier hat ja diese krasse blutige Metzler-Attacke. Wäre vielleicht auch eine Option. Müsste ich aber dann noch hochpumpen. So sah das Ganze dann aus. Oder halt so. Finde ich, durch diesen klaren Umhang ist das schon eine coole Geschichte, ne? Gut, meine Freunde. Ob ich das jetzt zur nächsten Folge schon mache, weiß ich noch nicht. Muss ich mir mal überlegen. Das sehen wir dann. Aber so könnten wir eine Zeit lang mal rumlaufen. Fände ich ganz witzig. Ich danke euch fürs Zugucken. War vielleicht eine etwas müßige Folge, weil wir halt viel rumlaufen mussten, ein paar Sachen abklimpern mussten und so weiter. Aber wie gesagt, solche Folgen sind halt ab und zu auch schon mal drin. Und ihr wisst es ja am besten. Ihr bekommt halt mit oder seht ja, wo ich dran bin. Ihr habt das Spiel vielleicht selbst schon durchgespielt und wisst, was als nächstes kommt und denkt, ja, warte mal ab, bis du dahin kommst, dann hast du eh keine Ruhe mehr. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier noch passiert. Bis es soweit ist und wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, heißt es wieder mal von mir einmal. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, macht es gut, bis dahin, ciao.